Alter, guck dir das Hühnchen an. Guck es dir an, siehst du? Was ist denn mit ihm falsch? Boah, ich dachte schon, es wäre eine Totgeburt. Alter! Alle bereit jetzt? Ja, ich bin fertig, hier rein. Okay. Moin, meine Archäologen da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von, Okay, fang nochmal neu an und... Wie heißt das ohne Scheiß? Runter. Jurassic Craft, du Spacken. Ich denke mal an Archäologie Craft. Okay, Jurassic Craft. Hier runter, bitte. 3, 2, 1. Moin, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Jurassic Craft. Mit mir, dem Reol und dem Zandarino und dem Erlerino. Boah. Hallo. Diesmal hat Reol das wirklich beim ersten Mal geschafft. Ja, Wahnsinn. Oder auch nicht. Ihr dürft so Sandra und Rallyboy nicht glauben. Ey, was passiert, wenn wir... Oh, scheiße. Das finde ich hier schnell wieder haben. Mir hat mal jemand was in die Kommentare geschrieben. Genau das will ich jetzt mal machen. So, pass auf. Ich mache jetzt mal in die Waschmaschine einen Eimer Lava rein. Kann man jetzt hier auch Sachen drin waschen? Das ist ein Kocker. Ich wasche meine Wäsche mit Lava. Kocker. Du musst ihn da rein machen. Warte mal, nein. Doch, ja, so. Geht. Lol, wie geht's euch da unten? Hallo. Aber guck mal, wie schnell das geht. Ja, lieber, wir ignorieren dich. Was ist los? Ja, merke ich schon. Ich klau jetzt. Unten. Boah, bin ich ein Badass. Ich hab hier einfach zwei Hühnchen geklaut, zum Wohl der okay. Allgemeinheit. Ich werde hier in der, beziehungsweise ich werde das zweite Gehege bauen. Wie sieht das mit dem Autofeeder aus, den du letzte Folge schon bauen wolltest, Rio? Der ist fertig. Guck mal, Zander, Early Boy ist heute mal wieder richtig produktiv. Dann setz doch mal. Ich hätte das wieder den Sand machen sollen. Guck mal. Ja. Viel jetzt Spaß beim Abbauen, Early Boy. Guck mal, wie behindert dieser Junge ist. Warum war das denn? Dreh dich doch mal um. Boah, ist der dumm. Ja, deswegen wollte ich den Hängen leider haben. Pass auf, ich werf kurz das. Soll ich das Dino-Ei hier hinmachen? Okay. Nein, war. Ja! Oh mein Gott! Es ist das Exorzistenhuhn! Was willst du denn? Es hat auf einmal seinen Kopf um 180 Grad gedreht. 1, 2, 3, 4, genau. 1. Alter, wisst ihr einmal, wie geil das ist, Mann? Och, Jo, geh mir doch jetzt nicht auf die Nüsse. Ich helf dir. Du gehst mir voll auf den Sack, gehst du mir. Alter, guck dir das Hühnchen an. Guck es dir an, siehst du? Was ist denn mit ihm falsch? Boah, ich dachte schon, es wäre eine Totgeburt. Alter, ich flieg gerade auf den Rücken. Du musst dich einfach mal die Kamera umdrehen und dann auf S drücken statt auf W. Dann fliegst du auf den Kopf. So, ich baue die Käfige so und dann baue ich hier hinten. Ich habe eine richtig geile Idee, ohne Scheiß. Boah, hinter machen wir so Glasscheibe für die Zuschauer. Ne, okay, doch so. Nicht. Wir haben so ein Regelbeet hinter den Dingens. Haben wir noch Eisenzäune? Ich packe jetzt hier auf jeden Fall mal den Brachiosaurus rein. Haben wir keine Eisenzäune mehr? Ich habe kein Eisen mehr. Scheiße. Alter, kommt ein riesengroßes Schneegebiet. Ich habe nur Kopper. Ja, das habe ich auch schon gesehen. So, ich mache jetzt hier das Dinosaurier-Ei rein. Was? Autofeeder, richtig? Korrekt? Okay, gut. Richtig. Hast du den Autofeeder schon drin? Ich würde sagen, wir machen erstmal nur ein. Oh fuck, das ist falsch. This is weird. This is crazy. Brauchen wir überhaupt Petroleum? Einfach mal mit. Du könntest. Early, bist du an unserem Base? Nein, ne? Nein, ich bin am Arsch. Hast du gerade ein bisschen Fleischlieder bei Zander? Für den Feeder, dass ich da mal was reinlege. Töte doch ein paar von den Hühnern, die wir da hinten haben. Außerdem ja, hast du den Dino jetzt. Ah, ja, egal. Ja, das war leer, das Gehege, deswegen dachte ich. Ja, aber wir hatten ja eigentlich gesagt, ist ja egal, dann machen wir mit den Porkies dann das nächste Mal zusammen. Aber wir können auch gucken, ob das dann überlebt. Ja, wir haben jetzt den Feeder. Ja, wir brauchen aber Fleischnachschub. Den Feeder müssen wir immer wieder voll machen. Ja, aber. Wie willst du das denn machen? Oder wir stoppen den Server. Soweit ich weiß, brauchen wir das gar nicht. Wir können, glaube ich, sogar einfach nur die Items da reinlegen und da holt die sich von alleine. Okay, ich verbinde jetzt die beiden Gehege miteinander, also mit dem Weg, beziehungsweise wir können das ja hier alles platt machen. Und ich habe eine richtig geile Idee, was wir gleich machen können. Okay, wir können nämlich erzähl die mal. Käfige, wir können die Käfige hinten verbinden. Das heißt, wir können von vorne so ein Zuschauer-Dingens machen. Okay. Und von hinten können wir dann an die Dingens immer dran gehen. Boah, das klingt echt wirklich. Ja, echt ich hab einen Zombie-Spawner gefunden. Zander. Halt deine Schnauze, Junge. Was denn? Ich meine das natürlich wirklich. Also, sagst du da halt deine Schnauze, Early Boy? Nein, um ehrlich zu sein, ich hab dir nicht zugehört. Was hast du gesagt? Wiederhole mich jetzt nicht. Oriol, Alter, ohne okay, Witz. Okay, ich höre mir deine Aufnahme an und dann weiß ich's ja.
So, Boah, Fleischmeister. Das Geile ist nämlich, hier ist nämlich dieser Hügel und da können wir so ein unterirdisches System drin bauen, wo wir dann, was weiß ich, irgendwie Dinosaurier von A nach B bringen. Von einem kleinen Anzugsgehege zu einem ausgewachsenen Gehege. Dann soll ich dir sagen, warum ich so crazy drauf bin? Weil du manchmal irgendwie Probleme hast? Nö, keine Ahnung wieso. Warum? Weil du Koffein entdeckt hast? Oh, mein Inventar ist schon wieder am Sortieren. Hä? Ich hab da gerade 6 Hühnchen in den Feeder reingepackt. Aber nichts ist irgendwie passiert. Also, das Fleisch ist weg, aber diese Anzeige ist nicht höher gegangen. Boah, Junge, das ist ein richtiges Problem mit diesen behinderten Pflanzen, ne? Das ist einfach viel zu viel. Hey, ich hab auch das Gefühl, leider. Ernsthaft? Oh, der ist hier! Er ist hier! Was? Der Brachio! Junge! Der? Nicht im Ernst, das ist ein Langhalsdingens-Typ. Ja, ein Brachiosaurus halt. Ja, wo? Was? Wo kommt der her? Alter, wie geil ist der denn? Ist ja, wir haben den gemacht. Schleck mal. Oh. Ey, der sieht richtig fett aus. Möchtest du was essen? Geil. Ey, Brachiosaurus ist Dingens. Pflanze? Ja. Ja, die fressen nur Blätter. Ach, guck mal, jetzt ist hier Fleisch drin. Guck mal, Lol, Friedel. Der frisst Zucker, Kekse und Äpfel. Super, genau das, was wir nicht haben. Doch, Sugarcanes haben wir übelst viele. Sauber, mauber. Du mir einfach das Ding abziehst, du Ja, lass doch, wir müssen mehrere haben, würde ich sagen. Das nervt nämlich, wenn es immer nur einer haben kann, weißt du? Ja, und wer hat das gebaut? Das heißt, du behältst jetzt das und ich kann mir das nächste wieder selber bauen. Hier, warte, hier, willst du selbst? Ich hab noch DNAs. Nee. Welche DNA hast du denn noch? Ich hab noch Velociraptor. Und ja, wie, warum Spinosaurus. Hast du, das ist doch Schwachsinn. Leg die doch in die Truhe rein. Ja, die hatte ich noch von letzter Folge. Weil wenn du stirbst oder so oder verbrennst oder so, dann sind die weg. Dann ist es Ich Kacke. Mach da mal R raus, ne? Ja, genau. Dann ist der Riolo nämlich wieder produktiv. Und dann füll bitte eben den Dingens mit Sugarcane. Ohne Witz, also mit Sugar. Mhm. Sugar und Keks. Den Kekse haben wir nicht, aber wir können Äpfel. Ach, Äpfel können wir auch nicht. Was soll ich machen? Spinosaurus oder Velociraptor? Okay, Velociraptor. Gute Entscheidung, Zander. So, Warum machst du das jetzt eigentlich? Was? Zucker. Ja, ich hab das nur abgefarmt. So. Ich wollte die Hühnereier hier hinbringen. Okay. Weil ich 16 Hühnereier habe. Ja, mach das, genau. Und falls wieder ein paar neue da sind, kannst du die einfach killen, ne? Weil killen Müll, du weißt. Auch noch voll viele Eier. Ey, hier ist ein Dino irgendwo, Zander. Ah, ist ein Hund. Hier oben sitzt ein Hund. Das kann sein. Ich hab ja einfach mal kacken 30. Warte, ich kann den Dino mal auspeitschen. Alter, ohne Witz, hast du Zucker schon gemacht? Bin dabei, ja. Ich leg den da jetzt rein. Hello? Was machst du da mit dem? Hier. Der hat gerade irgendwie 2 Leben dazu bekommen, oder? Oder was ist du das? Nö, ich hab nichts gemacht. Nee, das muss da rechts wahrscheinlich rein. Guck, rechts muss das rein. Jetzt sind da rechts 490 von Zucker drin. 490 von Zucker? Ja. Hast du 490 Zucker gehabt? Nee, aber das ist, wie viel hast du reingelegt an Zucker? 10. Das hat dann, keine Ahnung, 100 oder so gebracht. Ich hab 49. Okay. Ich baue schon mal das nächste Gehege nochmal. Also ich baue jetzt mehrere. Weil dann... Gehorche mir. So, zack. Junge. Hör doch auf, das auszupeitschen, das Ding. Das ist Disziplin, Zander. Aber der hat 20 Leben, ne? Nein, ich bin in der Höhle gefallen. Gut. Aber der hat auch ein bisschen Hunger, irgendwie. Junge, ohne Scheiß, ich liebe dieses Modpack. Oh, da steht, Zander, da steht Onariol. Ja, weil du den da hingesetzt hast, glaube ich. Nee, das war das, was die Leute uns geschrieben haben. Dass man bei dem in der Nähe sein muss, damit der halt einen Owner hat. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Der hat 246 Hunger. Ess doch mal was. Guck mal, jetzt haben wir jetzt die Sache, wir haben jetzt hier nicht mehr so wirklich viel Platz für ein drittes Gehege. Sollen wir jetzt einfach... warte mal, können wir das auf die andere Seite setzen? Aber ich finde, das Gehege von den Poggys sieht richtig gay aus. Das hier. Das sieht richtig kacke aus. Ey, Early Boy, kannst du eventuell mal in der Höhle ein bisschen Eisen fahren, wenn du gerade in der Höhle reingefallen bist? Man hört raus, wie ihr mir super zuhört. Warum? Oh, ich habe super viel Eisen hier. Oh, noch mehr Eisen. Ja. Ach so, das habe ich nicht mitbekommen. Keiner mehr hier drauf. Tut mir leid, ich bin hier. Ja, wenn ich mit Riol hier gerade am werkeln bin, dann also krieg ich das nicht so rummachen. Mit. Ja. Kriegst du das nicht so mit? Kriegst du das nicht so mit? Aber wie viel Eisen hast du denn gefunden? Ich hab jetzt einen halben Stack. Und dann hast du einen Cobblestone. Ja, ich hab. Hier ist so eine ganze Cobblestone-Dingens hier. Hab bestimmt selbst Gehege. So,
Da steht nämlich Feeder Idle. Und ich weiß nicht, wie man den Active bekommt. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Vielleicht mit Strom? Wir brauchen Strom dafür. Ganz klar. Ja, natürlich. Ja, da brauchen wir Strom für. Denk ich mal. Warte, ich mach, guck mal, wie man sich einen Generator macht. Das dürfte ja schnell sein. Ja, wir haben noch. Ja, das ist nicht schwer. Generatoren sind nicht schwer zu machen. Ja, ich kenne das ja so ein bisschen aus Feed the Beast Light von Megaprojekt. Ich will jetzt 5000 Mal falsch sagen. Hast du was genommen? Ah, Scheiße. Ich wollte gerade sagen, Elibar, warum schlägst du mich? Aber es war ein Zombie. So. Also das zweite Gehege ist schon fast fertig. Wir brauchen im Grunde nur noch Eisen. Ja, und dann können wir das. Kann man einen Generator machen mit der Spitzhacke abbauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da brauchst du einen Branch für. Aber das geht schnell. Ja, dann mach's. Versuch's. Wenn er kaputt geht, ist es dein Problem. Hat geklappt? Hat nicht geklappt, ne? Doch, klar. Ja? Ich wäre doch nicht Riolo, wenn ich das nicht wüsste. Der baut gerade einen neuen. Psst, das solltest du jetzt keinem weiter sagen. Jetzt haben wir hier einen neuen. Ich baue dann im Hintergrund schon mal hier die Dingens. Boah, ich komme gerade nicht klar, wie produktiv wir alle sind, oder? Ja, ist schon komisch, dich produktiv zu sehen. Ja, nette Taube gewohnt. Das sollte aber eigentlich selbstverständlich sein, dass ich hier produktivo bin. El Productivo. So nennt man nämlich in Spanien. Ich glaube, Riol hat schon wieder an seinem Blumenkohl geschnappt. So, bam, guck mal, jetzt haben wir hier nämlich einen Ausgang. Das ist richtig geil, dann können wir nämlich hier rein. Was ist voll geil, Alter? Und dann können wir nämlich hier hinten. Voll geil, ey. Können wir dann, was weiß ich, so eine kleine, wenn irgendwie was sein sollte mit denen. Es muss ja auch, keine Ahnung, irgendwie müssen wir ja an die drankommen, ohne halt vorne in das, durch das Gehege zu gehen, keine Ahnung. So eine Safe Secure Station, was weiß ich, kein Plan. Können wir irgendwie was reinbauen. Da steht irgendwie immer noch Feeder Idle. Ja? Yes, yes, yo. Ja, vielleicht musst du erstmal ein bisschen Strom produzieren oder so. Shit. Vielleicht wegen dem Hebel? Nimm oh, sein Magen knurrt aber voll. Iss mal was, du. Okay. Aber guck mal, rein theoretisch könnte man hier dann so einen Gang einsetzen. Es ist Snickers. Lol, man kann auch Setzlinge da reinpacken in diesen Feeder, ne? Ja? Ja, man kann da, denke ich mal, alles reinfahren. Aber bringt ja nichts. Steine gehen nicht. Schild geht auch nicht. Wolle geht auch nicht. Aber Autofeeder, ne? Bist du sicher, dass es für die Dinosaurier ist? Nicht für Pflanzen? Sicher, dass das heißt nur Feeder. Ja, ne? Achso, okay. Ich hab gedacht, das ist... Aber die Leute haben es uns ja auch immer geschrieben. Baut euch mal einen Feeder und... Rio, du bist unproduktiv. Ich bin produktivo. Aber war echt übelst viele geschrieben. Was? Gar nicht. Das, bei mir unter dem Video haben das voll viele geschrieben. Warum? Ich war ja voll unproduktiv. Mir doch egal. Ich hasse euch. Spaß, ich liebe euch alle. Echt. Okay. Aber es gibt einen, den ich noch mehr liebe als alle anderen. Dieser hört gleich einen wundervollen Sound. Ey. Was willst du? Hast du mich zugehört? Egal. Was denn? Ach, ich hab gedacht, du hast ein Video geschlagen. Was bekommt man aus dem Blackboard? Ich sagte, ich liebe alle meine Zuschauer, aber einen liebe ich viel mehr. Und der hört gleich einen wunderschönen Sound. Dann mach ich den hier. Ich bin doch gar nicht dein Zuschauer, ich hasse deine Videos. Hä? Enrage, Alter. Ja, übel. Okay, so, warte mal. Nee, ist richtig. Anyway, wo bist du? Am Arsch der Welt, aber ich komme jetzt leider nach Hause. Ja, okay, wegen Dingens. Wegen Dingensbummens. Ich mach die Bäume mal hier weg. Wie viel aber kann mir nicht vorstellen, dass es was für was anderes ist, dieser Feeder. Ach, Diamanten! Kannst du auch nicht vorstellen. Nur richtig behindert ist jetzt halt, dass wir Dingens haben, ein Spinosaurus. Und wir jetzt meine Spitzhacke nicht können. Oh mein Gott! Ich habe gerade etwas herausgefunden. Das hätte ich nicht finden dürfen.
Gott. Hey, wo sind denn die Saplings von den Rubber Trees? Oh Gott, wie viele Diamanten es da einfach sind. Ich habe jetzt 5 Diamanten. Haben wir jetzt keine Rubber Tree Saplings? Also ich raste aus. Okay, ich werde mir keinen Dynamit craften. Wer hat denn Rubber Tree Saplings? Ich nicht. Nee, das waren glaube ich nicht Rubber Tree, die ich da gerade weggemacht habe. Ach komm, Alter, ohne Scheiß. Ich habe gerade voll viel Rubber Trees abgebaut und wir haben keinen einzigen Sapling, oder was? Ich hatte irgendwie 12 Stück im Inventar von irgendwas. Ja, jetzt, und die hast du weggeworfen, oder was? Nein, die habe ich in diesem Feeder gesteckt. Ach, laber doch nicht. Doch. Auch nicht im Ernst, Rio. Aber ich weiß nicht, ob das die waren. Ja, das waren die wahrscheinlich, weil ich habe die nämlich hier vorne abgebaut an dem Weg. Oh. Jetzt, oh, nee. Da konnte ich jetzt aber ehrlich nichts für. Also schieb dir jetzt nicht die Schuld auf mich. Ja, aua. Wir haben einen Baum noch mit 2 Blättern. Und noch mehr Diamanten. Ich bin nur offen, dass ich jetzt hier bisschen noch Glück kommt da ja vielleicht einen raus. Ja, also ich guck gerade mal irgendwie so, ob man sich irgendwie sowas wie ein Fieder machen kann, aber Glück ist definitiv nicht auf unserer Seite. Man kann halt mit 2 Stacks Eisen. Wir können Bier brauen. Ja, alles klar, wir haben keinen einzigen Sapling mehr von den Rubber Trees. Das heißt, wir müssen komplett neu suchen. Ich hab die Rubber Trees mal abgerissen, komplett. Ey, frisst der was? So. Digga, frisst doch mal. Dein Hunger geht immer tiefer. So, und dann würde ich sagen, machen wir das Ding ins Häuschen hin, ne? Unser Starthäuschen, wo wir dann auch die Betten reinpacken und so. Oder was, keine Ahnung. Vielleicht ist das zu wenig da drin. Das kann sein, da ist ja so eine Linie, ne? Genau, und da steht Low und dann so eine Linie. Ich hol mir noch mal ein bisschen mehr Zucker und dann probiere ich das. Ja, aber kannst du den nicht growen, den Zucker? Kann man den nicht mit Bone Meal machen? Nee, leider nicht. Nee? Mm-mm. 100%? 100%. Ah, oh, das Tin, das. Ich probiere das jetzt trotzdem aus. Sag's. Also. Ich weiß nicht, vielleicht funktioniert ja auch dieses andere. Was frisst der nochmal? Zucker? Kekse und. Ah, oh, fuck. Geht echt nicht. Ja, keine Ahnung, du hast das Dinopedia. Ja, ich bin nur gerade nicht bei dem. Ja, ich habe jetzt mal einen Zucker geholt. Ein Zuckercouleur. Ich hoffe, ich finde wieder Hause. Hey, Däum, sag ich. Geht Ali, wo bist du? Ich bin noch hier in der Höhle, ich komme jetzt nach oben und lauf dann erstmal nach Hause. Beeilig. Okay. Ich würde mich jetzt nach oben, da dauert mir zu lange zu laufen. Lol, hier ist doch schon ein Fieder. Hier ist doch ein Fieder, einer. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das gut war. Ich glaube eher nicht. Ich habe dem Brachiosaurus einen Zucker gegeben und auf einmal hat er nur noch ein Leben. Ja, das kann aber auch sein, dass der gewachsen ist, deswegen. Da steht ein Hunger, ein Herz von 22. Der hat jetzt zwar ein bisschen Hunger dazu, also Essen dazu bekommen, aber keine Ahnung. Das ist echt merkwürdig. Warte, wo steht denn der andere Fieder? Early Boy, was sagt denn die Uhr? Warte mal, wo müssen wir denn hin? Die Uhr sagt 17 Minuten. Oh mein Gott, Zander, komm mal schnell her. Ja, warte. Ich mach gerade. Was ist denn? Na, okay, wenn du gerade nicht in der Nähe bist, ist egal. Ja, ich bin gerade beim Feld. Ich möchte eben kurz ein paar Kühe noch züchten. Wo steht denn der Fieder? Bei den Kühen? Oder? Ja, ich hab den jetzt. Ich hab den jetzt mitgenommen. Aber war da was drin? Nee. Okay. Ach man, so eine Scheiße, das schmeiß ich dann jetzt weg. Ewigkeiten hier hoch, ey. Buch schmeiß ich nicht weg, ein Bett schmeiß ich weg. Scheiß auf Betten, ey. Ich kann dir auch tragen helfen, wenn du willst. Nee, ich will nur ein bisschen. Alter. Was war? Ja, wie was war? Hm? Junge, du hast mich geschlagen. Alter, wie lange grab ich denn hier nach draußen, ey? Boah, Riol, Alter. Hä, ich bin doch auch nicht mehr bei dir in der Nähe. Komm, lade mich nicht voll. Ich schwöre, ich bin nicht bei dir in der Nähe. So eine Scheiße, Mann. Ich bin nicht bei dir in der Nähe. Wo bist du denn? Bisschen weiter weg. Hat zu lange gebraucht. Ich bin bei den Blumen. Yo. Auf seinem Blumenkohl ist er. Wie ich dein Level gehört hab, du Spacken. Bist du behindert? Alter, lügen kannst du selbst. Wie du mich noch nicht mal siehst. Ha. Ja, heißt, ich habe eine. Oh, ich glaube, ich bin an der Oberfläche. Ja, ja? Nein. Alter, ich bin schon auf Ebene 60. Ich muss dir was Lustiges zeigen. Nein, ich will es nicht sehen. Doch, bitte. Nein, es ist. Ich will sein Ding auspacken. Ja, dein Penis ist wirklich lustig. Ja. Oh, ich glaube, ich bin da an der Oberfläche. Komm her. Flieg mal hinterher. Oh, Licht! Fliegen, ne? Tag! Ja. Okay. Genau hier. Oh, frische Luft. Spring ins Gehege rein. Ich hab's nicht geschafft. Spring ins Gehege rein.
Und dann? Da war gerade ein Creeper drin. Das musst du mir jetzt glauben. Ja. Okay, naja. Und wie er schon wieder trollen wollte. Ich wollte dir nur zeigen. So, was ist denn jetzt mit dem Autofeeder, Alter? Funktioniert der denn jetzt? Nein, warte. Funktioniert der Autofeeder jetzt? Ich hab keinen Bock, die Folge jetzt zu beenden. Und bei der nächsten Folge ist er tot. Ja, toll, du hast ihm ein Hühnchen mit reingesetzt. Das ist automatisch gekommen. Damit er Gesellschaft hat, oder was? Ich glaube, dass der mehr braucht, definitiv. Ja, wir kriegen jetzt so schnell keinen mehr. Oder? Was ist denn, kann man vielleicht dieses Farmzeugs, was wir überall Weizen anpflanzen? Da kann Weizen rein. Hey, wie baut man denn dieses Farm ab? Ach, keine Ahnung, Alter. Ich weiß es echt nicht. Boah, hier sind Fossilien noch, aber die baue ich jetzt nicht ab. So, nee, das schade, wenn das nervt mich irgendwie. Ich bin Leiter. Weil ich will nicht, ja, ohne Witz, wie ich jetzt eben gerade, ja, ohne Scheiß, ich hole jetzt für unsere, alles für den Dino, Junge, alles für den Club. Ist echt so, alles für den Dino, alles für den Club. Unser Leben ist der Krause. Dino. Ja. Oh. Braucht jemand noch von euch was zu essen? Ich habe nämlich 9 Steaks. Ja, übelst viel Getreide. Okay. Packst du es gerade rein, Ali? Nein, ich hole das gerade ab. Okay. Beim Feld. Ich guck gerade noch irgendwie, ob ich wo was herbekomme. Ich kann ja ganz gut das Feld ist total scheiße eigentlich, Early Bird. Ist dir schon mal aufgefallen? Wieso? Weil. Da überall Creeper reinfallen von oben. Nein, weil da überall, weil da viel zu wenig Licht, glaube ich, dran ist. Da muss mittig noch viel, viel mehr Licht rein. Ja, dann mach doch Licht. Ja, warum? Du hast doch gesagt, du brauchst das Feld. Ja. Ich baue nur die Gehege gerade. Ich habe aber überall, so. Wenn da jetzt keine Beleuchtung ist, dann ist es nicht meine Schuld. Hey, warte mal. Early Boy ist nämlich generell nie schuld, das ist immer sehr witzig. Ja, 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 das ist normal. Early Boy baut ein Feld, aber wenn da nicht genügend Licht ist... Ja, komm, ist doch überall Licht. Ja, an den Seiten, das reicht doch erstmal für den Anfang. Aber eventuell sollten wir mittig noch ein bisschen mehr Licht drüber bauen. Hier sind doch kaputte Felder, setz da doch nicht hin. Hier ist ein Bett. Warum ist hier ein Bett mit noch? Aber das sieht doch gay aus, Alter, wenn hier einfach so richtig ranzig überall so ein bisschen random Licht... Das sieht alles gay aus! Ja, ja, können wir das für da? Die letzte, für die nächste Folge, ja, warte, nein, ich hab doch gesagt, ich besorg hier noch eben kurz. Ja, weil der ist ganz knapp an dieser roten Linie, weißt du, wenn das nicht probiert, klappt, dann wird's ja auch nicht klappen. Ja, warte, ja, aber ich bin jetzt, hab jetzt übelst viel Getreide mit und so. Ich hab wirklich viel mit. Also dieser, Feed-Idler, dieser Feeder. Guck mal, er ist jetzt drüber. Warte mal, achso, ich wollte gerade sagen, hast du gerade was da? Guck mal, der hat jetzt 1150. Falsch. 1160. Guck mal, jetzt habe ich noch normale Saplings, die ich da reingeknallt habe. Das sind aber 1200. Guck mal, da kam jetzt auch gerade so eine Qualmwolke raus. Warte, ich guck mal. Aus dem Ding? Wo seid ihr denn jetzt überhaupt? Keine Ahnung, ich habe jetzt mal. Hier, wir sind bei dem einen normalen Käfig. Ja, das Ding dampft auf jeden Fall. Aber ich, da oben, guck mal, oben links in der Ecke steht der Feeder Idle. Ja. Hört er sich an wie ein Huhn? Ess was. Ich hab keine Ahnung, Alter. Wenn er stirbt, dann haben wir echt verkackt. Dann ist es einfach so. Warte, wir könnten den auch töten und dann bekommen wir das Fleisch ja. Dann. Nein, lass den leben. Lass den leben. Okay. Egal, wenn er tot ist, dann ist er tot. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Oh, ich hoffe, und ja, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns mal wieder eine Folge zuzuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, ne? Genau. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.